Liebe Grüße aus dem Jux Gaming Lab. Was fasziniert in den Spielen so? Warum spielt es? Meistens für die Geschichte oder für das, was man tun kann. Oder auch für den kreativen Teil von Spiel. Beispielsweise Minecraft kannst du das bauen. Ja, also ich finde meistens bei Offline-Spielen vielleicht die Story schön, wenn es eine schöne Story hat. Und bei Online halt, dass man mit vielen Leuten zusammenspielen kann. Und dass man zum Beispiel bei Rollenspielen auch alles machen kann, was man will. Und dass einem halt allem etwas Neues kommt. Bei mir ist es die Geschichte, was meistens ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal etwas überhaupt nicht erwartet, nachher kommt eine überraschende Wendung. Oder wenn es einfach wieder interessant weitergeht. Die positiven Sachen sind halt, dass man viele neue Freunde vielleicht findet. Dass der Zusammenhalt relativ groß ist. Dass jeder gleiche Zeit haben und dass immer meistens Fairplay ist. Dass man, auch wenn man gestresst ist oder so, kann man an Spielen die Wut auslassen oder sich beruhigen. Sehr häufig freundliche Spieler, die einem eher helfen wollen. Gibt es auch noch die freundlichen Hacker, die einem immer etwas geben oder sonst irgendwie helfen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo hin muss, die einen einfach dahin teleportieren. Dann gibt es noch die Tutorial-Spieler, die zeigen dir, wie das Spiel funktioniert. Das finde ich immer sehr hilfreich. Hast du was Negatives zu Communities? Dass man so viel spielt, dass man keine Zeit mehr hat fürs echte Leben. Also, dass die Community kann falsch machen, dass sie nichts sagt oder dass sie immer weitermachen, dass der andere nicht von dieser Sucht wegkommt. Es stört auch, wenn auch im Team einige sind, die keine Teamfähigkeit zeigen, die ihre eigene Sache machen, obwohl man jetzt müsste zusammen zum Beispiel einen Boss killen, der viel Leben hat, und da braucht es halt meistens alle Leute. Da gibt es auch die schlechten Gewinner, die was, wenn sie gewinnen, sagen, dass alle anderen schlecht sind, so scheiße wie sonst keiner. Und dann gibt es auch einen schlechten Verlierer, das ist genau das Gegenteil. Sobald sie verlieren, sagen sie, dass die anderen schummeln und beleidigen sie die ganze Zeit. Und das ist nie ihre Schuld? Also ich finde zum Beispiel, Rassismus ist in einem Spiel, also GTA 5, ist selbst sehr viel vorhanden in der Story, weil am Anfang spielt man halt einen Schwarzen, der Franklin heißt, und der hat einen Freund, der alle und jeden allen beleidigt und wo einfach auch Rassismus sehr viel dazu beiträgt. Und zu Sexismus ist in manchen Spielen sind Frauen halt einfach allem sehr freizügig und eher sehr kurvig dargestellt. Und eher nicht so, wie man sich eine normale Frau vorstellt, sondern eher halt eher allem sexistischer dargestellt. Also in Overwatch seien manche Charaktere, zum Beispiel Frauen, sehr freizügig und kurvig dargestellt. Und ja, Männer haben eigentlich meistens viel Kleidung und Frauen wir nicht. Es gibt in Minecraft sehr sexistische Handlungen, aber halt nicht so vom Spiel aus, sondern eher von den Spielern ausgehen, weil sie halt Sachen bauen, die sie sexistisch einfach sein. Was findet es oft so fesselnd, dass es schwer ist aufzuhören beim Spielen? Ja, wenn man zum Beispiel aufleveln will, dass man vielleicht Gegner killt, um XP zu kriegen. Oder man zum Beispiel in manchen Spielen kann man eine Truhen-Chest finden, wo man auch XP rauskriegt. Und ja. Lootboxen? Ja, ja, ungefähr so. Aber in Lootboxen sind eher als Belohnung. Und in ein paar Spielen kannst du ja einfach so finden. Wenn man jetzt schon zum Beispiel 2-3 Stunden lang spielt, dann ist man halt so im Spiel drin oder in seiner Rolle, dass es extrem viel Spaß macht, weiterzuspielen und man halt einfach weiterspielen will. Oder wenn man für stundenlang braucht, um ein Item zu kriegen oder eine bestimmte Waffe, dann will man sie austesten und verbringt so Stunden. Wo sind so 10 coole Sachen, was das abseits für die Spiele gerne macht? Zum Beispiel klettern, schwimmen und mit den Freunden abhängen. Die Familie und Freunde? Familie, Freunde und manchmal auch auf vielleicht ein bisschen zu gehen, spazieren zu gehen oder einmal sich entspannen zu können. Radl fahren ist für mich etwas sehr Feines und auch Jux kommen, weil halt ist einfach ein wichtiger Fall. Schlafen. Und essen. Musik her, Musik machen, die ist halt cool. Und sich selber zu akzeptieren und ja,
dass man mit Freunden in Kontakt bleibt, wenn man sich mal nett sieht und ja. Spiele selbst programmieren wäre ziemlich cool und auch für Minecraft zum Beispiel auch Mods, weil man da einfach selbst die Sachen entstehen lassen kann und dann auch für andere Spieler oder auch soziale Kontakte freigeben kann. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.